Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Montagmorgen, der 6. Mai, wieder eine kurze Woche, weil Donnerstag ist Feiertag und Freitag haben wir zu bis jetzt. Kann natürlich immer noch mal sein, dass nein, wir arbeiten nicht, aber du kommst. Alles schon gehabt. Ich habe noch die Planierraupe geladen. Am Ende der letzten Folge. Samstag quasi. Die fahre ich jetzt runter nach Ingelheim. Ich weiß nicht genau wohin. Weiß in etwa wohin, aber das geht, wenn ich richtig verstanden habe, an dieses Pharmaunternehmen außerhalb. Ein oder andere Kollege meint, es geht rein. Ich werde sehen. Auf jeden Fall fahre ich da jetzt hin. Und dann schauen wir mal. Ja. Dann im Anschluss, ich glaube, der 336 muss geladen werden. Der geht nach Bingen rüber. Das ist, was ich bis jetzt weiß. Dann wird unsere Brecherkolonne, die wird heute definitiv fertig. Der Krädel ist auch im Einsatz. Na, unsere Brecherkolonne wird heute definitiv fertig, nur weiß ich nicht, geht die nach der Brecher nach Mannheim oder geht der Brecher nach Kaiserslautern, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Was zu fahren hätte ich heute. Auto gewaschen und heute regnet es wieder. Also alles für den Allerwertesten. Ich habe keinen Leckdruck gegeben. Fällt mir gerade so ein. Gehst du an? Jawohl, danke schön. Ingelheim, 20 nach 7. Heute Morgen, ich habe schon einen Anruf gekriegt, eben. Ein Raubenfahrer hat gemeint, seine Raupe wurde geklaut. Aber die habe ich ja noch geladen. Anschluss, ich weiß noch nicht, was ich dann treibe. Wie gesagt, ich vermute entweder ein Brecher oder der Cut, der 336, geht dann hier quasi in den Nachbarort nach Bingen rüber. Oh, und hier nehme ich gerade einen schweren Bordstein mit. Gut, der ist nicht hoch. Toi, toi, toi. So, und hier vorne ist schon die Baustelle. Was ist denn hier los? Schwer Betrieb heute Morgen. Ha ha ha.
sehe ich aber gar nicht. Gar nicht. Ah, je, je, je. Die sind auf der anderen Seite hin. Ich glaube, hier kann ich aber durchfahren. Ne? Ich glaube, ich kann hier durchfahren. Guck, ob ich hier hochkomme. Vorne sehe ich nämlich einen Bus hier stehen von uns. Ich gehe davon aus, dass der dann hier einbaut. Ich rupp gerade ein bisschen über den Boden, aber alles gut. Ich gehe davon aus, der soll hier einbauen, aber bei dem Wetter ist das doch alles. Los, mehr oder weniger. Schauen wir mal. Da vorne steht ein Auto von uns. Auf jeden Fall kann man hier die Baustelle rein. Natürlich wieder fertig mit Abladen, ne? Und regnet nicht mehr. Wie immer. Wie immer. Jetzt komme ich nach Hause, roll ich nach Hause, komme ich zu Hause. wahrscheinlich, wie gesagt, der 336, das ist noch nicht sicher, das wird jetzt erst noch ausgearbeitet quasi. Und dann werde ich den rüber nach Bingen fahren, aber ich weiß halt nicht bei dem Wetter, ja, ob sich das lohnt. LKW drüber fahren, ansonsten geht es ja gar nicht. Ich weiß ja nicht, warum er hier eine Ausfahrt hin macht, wo hier ein Schacht sitzt. Na gut, egal. Ich werde nicht fürs Denken bezahlt. So weit käme es noch. So.
probiert. Da noch ein Traktor hin. Jetzt weiß ich nicht, werde ich den Traktor fahren? Wenn ja, dann sattel ich wieder um. Aber der Traktor steht auch schon gar nicht mehr hier, oder? Da bin ich blind. Der soll auch da runter nach Bingen. Da geht es dann weiter, da wird werden weiter Haufwerke gemacht. Ich habe keine Ahnung. Als das alte, nur stellenweise ist es doch noch sehr leise. Ja, aber es nimmt wenigstens wieder Stereo auf, was die alten Mikros nicht gemacht haben. Ich mal gucken, ob ich ein längeres Kabel finde. Oder beziehungsweise ich hab ein Kabel bestellt. Dann werde ich mir das Mikrofon irgendwo vielleicht hier vorne hin machen oder so. Dass ich quasi von vornherein spreche. Rückwärts komme ich hier nicht rein, sonst wäre ich jetzt rückwärts reingefahren, weil auf der linken Seite steht der Sprinter. Werde ich nicht rumkommen, werde ich nicht vorbeikommen dran. Warte ich nur, bis der erste oder bis der nächste draußen ist. Obwohl, ich könnte da durchfahren, oder? Zwischen den Männern. Kollegen und fahr hinten dran.
dann geht der Weg weiter. Und da fahre ich hin. Da steht dann noch einer vorne dran. Weiterladen, aber dann muss er halt kurz warten. Dann ist es so, leider. So, die kommen hier alle rum. Gut. Hier bleibt er stehen. Attacke. Pisswetter, sorry. Hab leer. Jetzt fahre ich rüber in den Steinbruch. Nach Jedebach. Na echt, da muss man anfangen. Ich muss doch kurz warten, bis der Kollege da hinten der letzte LKW geladen hat. Und dann kann ich raus. Dann fahre ich, wie gesagt, Jedebach in den Steinbruch. Vielleicht, ich glaube, ich werde hier schon ausziehen. Lad dort unseren Brecher, den soll ich mal nach Hause fahren. Das hier machen oder kriege ich das dorthin? Vielleicht kriege ich das auch im Bruch hin. Was haben wir? Viertel vor eins. Abbiegen wird dann doof.
Bett habe ich noch ein bisschen höher gestellt, noch ein bisschen höher gehoben. Hier noch über die Kuppel kommen. Ich weiß gar nicht, ob es reicht, ob ich anheben muss. Es geht. Ja, scheint so. Und kannst die Rübe raushalten, Augenblick. Einfach nicht auf zu regnen heute. Gemeldet war es, glaube ich, nicht so viel. Wenn ich meine Reifen aussehen lässt. Sauber sein werden sie nicht. Ne? Oh, wenn ich draußen bin, muss ich noch mal kurz raus, muss noch mal kurz ein bisschen Fahrstellung einstellen. Thank you.
Straße, da sparst du dir eigentlich alle Ortschaften hier durch. Aber die geht halt leider nicht von dieser Seite, die geht nur von der anderen Seite her. Waldstück endet, dann ist Einfahrt in den Steinbruch. Alles Kacke.
sein. Können die immer noch drehen hier? Wenn halt jetzt jemand hochfahren müsste, wäre halt jetzt ein bisschen doof, ne? Wenn da jetzt jemand hochfährt. Hochfahren will. Ich kann hier rechts an die Seite stellen. Ne? Wieder nicht ausgezogen. Alter, der Kopf nicht angewachsen. Ja. Nicht ausgezogen, wenn der Kopf nicht angewachsen wäre. Wenn ich hierher kommen, müsste doch reichen, oder? Stehen kann. Habe ich auch meine Ruhe beim Laden. Das sollte gehen. Wenn es schafft. Wenn ihr es schafft. Die sehen ja halt, dass jetzt da niemand durchkommt. Ja, die werden jetzt eine halbe Stunde Zeit haben. Die Kollegen hier vom Steinbruch, hoffe ich. Hier rechts ist eigentlich ein gerader Platz. Ja, das ist halt nur die Frage, bringe ich hier hochgeschoben. Hier rechts rein. Hätte ich Platz, da ist es gerade, da störe ich niemanden, hoffe ich doch. Wie gesagt, ich muss halt nur hochkommen. Niemandem im Weg und ich stehe relativ gerade. Nicht so wie hier am Hang hängend. Knapp doch. Wunderbar. So, wenn irgendwas ist, dann kann der immer noch hier durch. Dass hier einer hoch.
Seite stehen bleiben. Muss halt den Becher hier hochfahren. Ich fahre weiter auf die rechte Seite, da ist ein bisschen mehr geschottert. Sieht ein bisschen gerade aus, sieht nicht so pumpig aus. Wie hier am Berg stehen. Gut. Wird schon schief gehen. Jetzt geht aufziehen. Baby, mach dich bereit. Ich zieh dich jetzt aus. Mal ein bisschen sauber gemacht. Ja, hat nur ausgeklopft. Vielleicht das. Wenn das nicht geht, hole ich mir ein bisschen Bremsreiniger und gebe mal einen Hub rein in den Luftfilter. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Früher war das ein Heilmittel gegen quasi alles, wenn die Kiste nicht laufen wollte. Sorry, ich kann die nur anmachen. Wenn die Kiste nicht laufen wollte, ein Hub, Startpilot oder halt Bremsenreiniger. Ich versuche es jetzt nochmal. Vielleicht hat es ein bisschen irgendwas gebracht. Hat er was Rotes geschrieben. Was schreibt denn Rotes? Notausrelais verzögert. Keine Ahnung.
Also, läuft nicht. Filter wahrscheinlich zu, weiß es nicht. Komme ich natürlich nicht mehr vorbei. Ja. Habe ich zu Hause mit unserer Heeresführung quasi gesprochen. Ich lasse alles hier stehen und fahre dann morgen früh mit der Werkstatt raus. Wir werden die Filter tauschen und dann gucken, ob man dann laden kann. Katastrophe. Tank ist voll. Wobei, könnte ich mal fragen, weil wenn ich eine anmache und dann kommt immer erst kurz eine rote Tankanzeige, die ist ganz kurz da und danach zeigt er voll an. Vielleicht ist der Tank doch nicht voll. Das wäre natürlich, ne? Gehe ich jetzt nochmal vor zum Baggerfahrer. Ja, ich werde das Fahrzeug stehen, also hier, es geht nicht anders. Wir machen jetzt eh Feierabend. Der Steinbruch. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht mehr gebraucht. Was soll ich sagen? Jetzt gleich 4 Uhr. Ach nee. Hallo, am gefühlten Donnerstag. Heute ist erst Dienstag, ja. Aber ist halt wie gesagt eine kurze Woche. Becher läuft wieder. Alle drei Filter getauscht neu. Einer war richtig zu. Da war schon Moos drauf quasi. So hat es ausgesehen. Ja, und ja, getauscht. Steht schon auf dem Tieflader. Ketten sind dran. Die Werkstatt ist noch da. Hilft noch schnell laden. Und dann hängen wir zusammen. Also beziehungsweise ich hänge dann zusammen und dann fahren wir den Brecher nach Hause. Dann im Anschluss geht es weiter nach Mannheim. Den 946 laden. Abfahrt. Ja, kommt, okay. Kommt. Ja, hier ist alles ein bisschen weich, alles ein bisschen modderig. Darum habe ich so ein bisschen Bedenken gehabt. Kurz hier irgendwo an der Seite.
ich eine richtige Fahrhöhe habe. Und dann rollen wir weiter. Oder was machst du dann? Schalter an. So ganz. Bleib hier kurz stehen an der Seite. Gelb, wollen wir es wieder anziehen. Mal kurz rausgehen, Augenblick. Ein bisschen was einstellen. Ein bisschen was messen. Roten Opel war halt nicht so gerade. Ja, sieht nicht aus. Davor lassen auch ein paar Tropfen reinlaufen. Der Reifenhändler ist da, das ist gut. Ich habe nämlich fürs Auto von meiner Tochter habe ich Reifen bestellt, die sind jetzt gekommen, das finde ich sehr gut. Gestern gekostet hat, aber ich glaube gestern war es noch um die 1,75 oder so. Naja, 450 Liter getankt, ich bin fast voll. Nur 450. Ich meine, ich könnte dann die Tankchips könnte ich dann noch mal dran halten. Ja, aber für die 100 Liter oder so
das langt jetzt wieder für drei, oder das reicht jetzt wieder für drei Tage und dann gehe ich wieder hierher und tank dann einfach wieder voll. Okay. Ich dachte, ich käme noch raus. Steht hier gerade ein Kipper, der beladen wird. Egal, ich habe fertig geladen. Aber die Bagger nach Hause. Ja, hat ein bisschen länger gedauert. Noch einen kurzen Plausch und der guten Kollegen. Ja, wie gesagt, fahre ich nach Hause. Schluss für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Vielen lieben Dank nochmal fürs Zusehen. Vielen lieben Dank für eventuelle Likes oder Abos. Wer einen Daumen nach unten geben will, darf das auch gerne tun. Es ist sowieso komisch. Ich habe viele Folgen, ja, die
ersten Zuschauer und schon oder oft ist nach nicht mal einer Minute, wenn die neue Folge draußen ist, ist ein Daumen nach unten. Tja, wer das braucht, hoffentlich hast du Spaß dabei. Alles gut. Jo, wie gesagt, fahr jetzt nach Hause. Lad ab, ob es heute noch was gibt, weiß ich nicht. Sehen wir dann. Ich leer ab. Vielleicht lade ich noch was vor. Vielleicht falsch auch nochmal. Ja, Steinbruch könnte schon wieder knapp werden. Da noch das Band holen vielleicht. Schauen wir mal. Ja, also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Bis denn. Ciao.